Heute nehme ich euch mal zu einer Klopftour mit einem Rattle-Teaser mit. Ich war im Vorfeld schon mehrfach klopfen gewesen und klopfen eignet sich prima, um Gewässer auch kennenzulernen, wo größere Fische sich aufhalten, wo kleinere sind. Und das ist immer so eine meiner ersten Vorgehen, an ein relativ unbekanntes Gewässer erstmal zu klopfen. Ich bin ja jetzt schon ein paar Tage am Po und hier hat sich die Erfahrung gezeigt, nicht zu viel Würmer raufzumachen, weil so viel Würmer kann man gar nicht haben. Drei Würmer, also wirklich pro Hakenschenkel mache ich einen Wurm rauf. Und ich habe hier aktuell Modell vom Rattle Teaser mit 200 Gramm. Und so sieht das Paket dann aus. Wir haben hier aktuell 8,8 Meter Wassertiefe. Ich habe nebenbei noch die Sauerstoffpumpe zu laufen, falls ihr das hören solltet. Und jetzt versuche ich einigermaßen die Würmer zu retten. Ich ziehe mir die Handschuhe an, weil hier knallen die kleineren Wallis ganz schön rein. Meinen rechten Handschuh habe ich leider verloren. Vorteil beim Rattle Teaser ist, der hat noch innen drin Glasperlen, so eine kleine Kapsel. Und die arbeiten auch nochmal selber, neben den Murmeln oder Kugeln, die ihr dran habt. Also der macht ordentlich Rabatz unter Wasser. Da muss ich jetzt aufpassen. Ich wusste, dass da ein Baum ist, deswegen habe ich von vornherein schon so hoch gehalten. Aber das Interessante ist, hinter diesem Baum liegt auch ein Fisch. Das könnte der Fisch sein hier vorne. Das ist er. Das ist definitiv ein Fisch gewesen. Der liegt hier mittendrin im Baum. Ja, das ist ein guter Fisch, ein sehr guter. 2 Meter hat der. Also ehrlich gesagt, außerhalb des Protokolls, ich habe mich jetzt richtig gefreut über diese Aufnahmen, ja. Ich hoffe, die sind was geworden. Ich muss es mir jetzt erst mal angucken. Aber das ist schon mal geil. Das ist schon mal richtig geil, obwohl kein Fisch gebissen hat. Wenn ihr die Welse gefunden habt, dann lasst euch ruhig öfters über diese Stelle zurücktreiben. Ja? Es bringt nichts, dass ihr zig Kilometer fahrt und ihr seid schon über etliche gute Fische hinweggedriftet oder hinweggefahren. Ja? Lieber konzentriert ein und dieselbe Stelle beangeln und dann ja, nach einer gewissen Zeit den Platz wechseln. Ansonsten ist es kontraproduktiv. Ja, ich fahre jetzt nochmal hoch, verangel jetzt die nächsten Würmer und ich war ja schon öfters jetzt klopfen gewesen, ich schneide euch einfach diese Fische rein, es ist einfach nur geil, ja. Da war jetzt kein Riese mit dabei, aber es war einfach nur der Hammer. Der ist schon ein bisschen besser. Yes! Guckt mal, wie dick der gefressen ist. Ist der nicht fett gefressen? Eine richtig dicke Plauze. Jetzt muss ich allmählich wirklich mal einen größeren kriegen, weil die Würmer gehen zu Ende. Rattle Teaser. Ja, da bist du bald verrückt. Wahnsinnig mit der Kinderstube. Aber trotzdem ein schöner Welt. Ja, voilà. Kleiner Waldi. Der nächste ist ein Waldi. Ach Gott, die sind schneller als die Großen, die Kleinen. Ne? Aber immerhin Waldi. Geil. Buongiorno. Hallo kleiner Waldi.
Da ist der nächste. Da ist der nächste Klopfwalli. Yes! So. Letzte Drift. Das war's. Kein einzelner Wurm mehr. Letzte Drift. Ah, und jetzt ist mir egal, ob ein großer oder ein kleiner Ball ist. Jetzt wollen wir den letzten Fisch haben. Und dann ist es alles schief. Nein, er liegt nicht so ganz kleiner. Nie, hör auf, hör auf. Hör auf. Nein, nein. Aha, ich glaube, der letzte ist gerade ab. Ah, doch, der fängt an. Der letzte war nicht. Haha. Echt geil. Ja, die durfte. Genau. So. Der letzte Walli. So, der letzte Walli. Die letzten paar fetzen Würmer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liken, kommentieren und wir sehen uns. Ciao, bis dann.